Mist, ich habe schon so viel geklopft. Tut mir leid, das ist der Effekt nach viel Klopfen, wenn du so richtig dich von diesem ganzen negativen Dasein befreit hast und dich entscheidest, einfach glücklich zu sein, weil du es gerade willst, weil du es kannst, weil du es dir erlaubst, weil du nicht darauf wartest, dass irgendetwas von außen passiert, damit du glücklich bist. Und heute möchte ich mit dir die Klopfrunde machen, die da heißt, dass du es nicht verdient hast, glücklich zu sein. Ja, also wir nehmen in dieser Serie viele Glaubenssätze unter die Lupe. Ich hätte jetzt beinahe gesagt, unter den Hammer, klopf, 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 um das aufzulösen, was dich daran hindert, jetzt, wo du gerade bist, glücklich zu sein, zufrieden zu sein. Und auch mit dem, was bisher war, Frieden zu schließen. Das ist so wichtig. Und die EFT-Klopftechnik soll dir dabei helfen. Und ich tue mein Bestes dazu. Denn ich bin die Lena Sommer, falls du mich noch nicht kennst. Wenn du EFT noch nicht kennst, dann geh bitte nach diesem Video in die EFT-Grundlagen, in die Playlist. Guck dir die einzelnen EFT-Klopf-Sessions in der Playlist an. Und es gibt schon über 100 Videos zum Thema EFT, verschiedene Aspekte übers Abnehmen, über Erfolg, über alles Mögliche. Aber hier geht es jetzt darum, täglich glücklich zu sein. Und meine Haare sind schön, ja. Okay, in der letzten Klopfrunde hatten wir das ja, wenn ich jetzt so glücklich bin, dann fühlen sich ja andere, denken ja, ich habe einen an der Klatsche, ja, weil warum ist die denn so glücklich? Ja, das ist ja in unserer Gesellschaft nicht so normal, oder? Sind alle so steif und viele gehen zum Lachen in den Keller, heißt es. Gut, du kannst aber für dich was anderes entscheiden und wenn du ein anderes Leben leben willst, ja, und deine Träume erfüllen willst, dann musst du natürlich auch zu einer anderen Person werden und das heißt, dass du dich von Dingen befreist, die es einfach nicht zulassen. Und ein Glaubenssatz, der oft auftaucht und auch in den Feedbacks, die ich bisher bekommen habe und auch in den E-Mails, steht immer, dass man es nicht verdient hat, so glücklich zu sein. So, und bevor wir klopfen, kommt der Hinweis, wie immer. Und dann gehen wir sofort in die Klopfrunde, die da heißt, ich habe es nicht verdient, glücklich zu sein. Bis gleich. So, der Hinweis ist gegeben und wir klopfen auch sofort, damit du diesen Quatsch, dass du es nicht verdient hast, glücklich zu sein, für immer und ewig auflösen kannst. Denn das ist das Tolle an EFT, dass das, was du klopfst, nicht mehr in dieser Form wiederkommt und sich danach wirklich sehr viel für dich verändern kann. Wenn du bereit bist, wenn du diese Veränderung willst, dann klopf jetzt mit mir mit. Und wir fangen am Augenbrauenpunkt. Und vielleicht hast du mich schon auf dieser Seite klopfen sehen oder auf dieser Seite. Ich wechsle immer gerne. Manchmal für mich klopfe ich auch auf beiden Seiten. Das jetzt nochmal so kleine Technicals, Insights über EFT. Aber wir klopfen jetzt und beginnen. Ich habe es nicht verdient, glücklich zu sein. Neben dem Auge. Ich glaube das auch noch. Unter dem Auge. Ich glaube es wirklich nicht verdient zu haben, glücklich zu sein. Unter der Nase. Ich glaube nicht daran, dass ich es verdient habe, glücklich zu sein. Kinnpunkt. Ich glaube einfach nicht, dass ich ein Mensch bin, der es verdient hat, glücklich zu sein. Schlüsselbein. Ich habe es einfach nicht verdient, glücklich zu sein. Ich habe es einfach nicht verdient, glücklich zu sein. Wir sind jetzt hier unter dem Armpunkt, Handgelenk. Ich habe es einfach nicht verdient, glücklich zu sein. Kopfpunkt. Ich habe es einfach nicht verdient, glücklich zu sein. Und ich empfehle dir auch hier wieder diese Klopfrunde so oft zu machen, bis
irgendwann eine innere Stimme in dir sagt, das stimmt doch gar nicht. Das ist doch gar nicht wahr. Ich habe es sehr wohl verdient, glücklich zu sein. Und wenn das soweit ist, erst dann gehst du bitte in die nächste Klopfrunde. Und wir sehen uns gleich im nächsten Teil wieder. Und ja, Daumen hoch, Kommentar hinterlassen und wenn du es noch nicht getan hast, natürlich auch den Kanal abonnieren oder geh auf meine Webseite mit Erfolg klopfen und downloade dir sämtliche Materialien, die da zur Verfügung sind, runter, damit du dich noch mehr mit dieser EFT-Technik auseinandersetzen kannst und sie für dich in dein Leben holst, um wirkliche Veränderungen hervorzuheben und zu transformieren. Und ja, ich liebe, wer du bist, deine Elena Sommer, und es lohnt sich, jeden Tag glücklich zu sein. Tschüss.